dann auch, was Borges sagen lässt, dass das Primordialste immer noch das Buch gewesen sein wird. Nämlich es ist das Einzige, das Gedenken, das nach dem alten Mythos jene Gespenster im Hades wie Sokrates oder sagen wir Kepler oder andere noch nicht hat vollständig verblassen lassen, weil die Geister an die Gespenster immer noch denken oder sich mit ihnen bzw. ihrem Werk beschäftigen. Genauer gesagt würde dann das Buch nicht verblassen, der Text, die Schrift und nicht Sokrates oder Aristoteles selbst verblassen.